Liebe Zuschauer, da sind wir wieder zu Let's Play Inuyasha. Onimusha meine ich. Ja, in der letzten Folge sind wir ja in diesem Tal hier gelandet und ich habe in der Zwischenzeit ein paar Kämpfe erledigt. Denn wir möchten unsere Waffen jetzt noch ausrüsten. So. Juhu! Da gehen wir auf Aufwerten, wie immer. So, ihr seht, 6-mal. Und wir wollten ja unsere Rüstung ausrüsten, weil wir das schon angefangen haben. So, dann machen wir mal so lange, bis es... Oh, das wird auch knapp. Aber wir haben es geschafft. Aufgewertet, ja. Hat sie ein bisschen, ja, modernisiert. So, einmal haben wir noch. Jetzt überlege ich, was sollte ich ausrüsten? Wir können jetzt die Beinschienen oder die Armschienen. Tja. Aber... Ihr seht, man kann... ziemlich viel unendlich kämpfen, aber ich bleibe beim Schwert. Ich möchte das Schwert wieder ausrüsten. So. War ja auch nicht sehr viel. So. Und es ist Wochenende. Juhu! Und es ist Knick-Knack-Time. Knick-Knack-Time. Knick-Knacks. Knick-Knacks. Ich brauche sie. Und was zu saufen. Sie hat mich doch fast verschluckt. Na, egal. So, in der letzten Folge ist ja Takayo gestorben. Wie sie festgestellt haben... Wie sich festgestellt hat, ist, dass Jubeis Mutter eine Dämonin zusammen mit seinem Vater, also doch ein Halbdämon wie bei Inuyasha. Denn schaut hier, was hat das mit Inuyasha zu tun? Genau. Die Insider wissen's. So, ja, ich habe hier, wie gesagt, ein paar Kämpfe erledigt und... Und ihr seht, was das für Gegner sind. Eigentlich dieselben wie immer. Da oben kommt jetzt ein roter. Ein roter Kroko. Und ja. Ich sammle schön. So, dann gehen wir mal hier weiter. Was uns hier wohl erwartet? Das ist die Frage. Hallo. Die Gegner gehen ja immer noch, die blocken nicht so, habe ich das Gefühl. Also die anderen da, die waren echt schlimm. So. Und ich finde, hier sieht es echt schön aus. So, und hier sehen wir jetzt... lauter Kisten, die schon mal nicht geöffnet werden können. Ich weiß gar nicht, wie... Ah, Mist. Genau das wollte ich machen. Aber ich wusste die Taste nicht mehr. Ja, was wollte ich noch sagen? Irgendwas war da noch. Naja. Vielleicht fällt es mich im Laufe der Zeit wieder ein. Aber lesen wir uns doch erstmal durch, was das hier zu bedeuten hat. Es scheint auf die Ohnekraft zu regieren. Man sieht darin den Wind wehen. Aber wir haben ja nichts mit Wind, oder? Wir haben nur mit Eis und Blitz. Genau. Das bedeutet, wir müssen eine Waffe suchen. Ein Trick verschlossen. Und sie kann nicht geöffnet werden. Tja. Da lässt sich doch rätseln hier. Okay, gehen wir hier hoch. Ich mag diese Landschaft. Die hat was. Erinnert mich an den Platz, wo wir zu Takayo gehen sollten. Über diese drei Steine da. Mit dem nebligen Hintergrund. Fand ich nicht schlecht. So. Oh. Da kommt ja noch einer. Aha. Are you okay? Ja, geht schon. Danke, der Nachfrage. Oh, hier kommen wir. Ganz viele. Moment mal. Ich habe hier auch zu erledigen. Oh, der hat aber einen harten Bums. Mist.
Ja. Ecke. Mal gucken. Haben wir was für Ecke? Ich muss immer irgendwie was tauschen. Pilze. Naja, wollen wir es probieren? Ich versuch's. Sehen ja wie Champignons aus, oder? Ich kann mich auch täuschen. Alles klar, Ecke. Was habe ich bloß angerichtet? Ecke sieht aus, als hätte er fantasiert. Aber er ist bald wieder auf die Höhe. Mist! Brandpfeiler. Verdammt. Scheint wohl eine Art Drogen zu sein. Okay, besser als töten. Was ist eigentlich mit dem Weihrauch hier? In Final Fantasy wüsste ich jetzt, was ich damit anfangen sollte, aber... kostbar. Schön sah aus dem Duft aus. Aber Ecke sieht ja wie ein Mönch aus. Und ich glaube, er ist auch einer. Also versuche ich das zu schenken. Die Frage ist, wie wird er es annehmen in seinem Zustand? I'll use it as a repellent. Okay. Mach das. Er reibt sich ärgerlich das Kinn. Wassermelone. Wassermelone? Okay. Naja, gehen wir erstmal. Wieder erstmal weiter. Auf Wanderschaft. Ha, eine Kiste. Dich sehe ich. Gut. Und ich würde erstmal sagen, ich würde gerne mal wieder mit den... wie heißt es? Buraitu. Kämpfen. Ne? Bisschen Abwechslung wieder reinbringen hier in das Geschehen. Und hier ist noch eine Kiste. Nebeltal. Schauen wir uns doch gleich mal an die Karte. Wo wir uns hier befinden. Wie zoome ich eigentlich nochmal raus? Keine Ahnung. Gar nicht, wahr? Okay, da oben, da, bla bla bla, wir sind hier. Ich denke mal, da kamen wir her. Ne, da gehen wir jetzt hin. Wir kamen hierher, okay. Da ist noch was. Gut, dürfte größer werden. So, hier ist ein Speicherpunkt. Den... nein, falsch. Eine... ah, bestimmt eine neue Waffe, okay. Was gibt's denn hier Schönes? Oh la la. Das geht ab wie Luzi. Okay. So eine Art Doppel... was auch immer. Doppelklinge? Egal. Auf jeden Fall hat es mal mit Wind zu tun. Geh von hier aus nach oben, dann gelangst du an einen Fluss. Geh nicht in den Wald. Dort ist der Nebel besonders dicht. Ja, aber Nebel kann auch zum Vorteil sein, oder nicht? Hier ist ein Speicherpunkt. Ich wusste doch, ich habe mich nicht verguckt. Sollte ich speichern? Ach, komm. Ich speichere jetzt noch nicht. Denn wir gehen erstmal zurück nochmal. Hallo? Hallo? Ah, hier. Wir gehen nochmal zurück und öffnen dieses komische... blockierte... Dings. Schon wieder? Ey, du hast mich doch gar nicht getroffen. Okay, den lassen wir mal jetzt hier links liegen. Außer den Bogenschützen hier, den machen wir... oh, das geht aber ganz schön ab hier, die Waffe. Die ist ganz schön schnell. So. Ja, wir müssen nicht immer jeden Gegner erledigen. Ich denke mal... wir haben es noch nicht nötig. So schlecht sind wir noch nicht. So, kann ich jetzt mit der Waffe irgendwie...
diese Kisten öffnen? Kann das sein? Okay, die kann ich jetzt erledigen, denke ich mal. Oder? Ich denke mal, sie stören mich. Wenn ich jetzt hier... Ist das weiß? Eine weiße Seele, hä? Oder vergucke ich mich da jetzt? Mir ist auch aufgefallen, dass meine Zauberleiste nicht mehr blau ist, sondern grün. So. Okay. Den noch. Junge, Junge, ich muss schon sagen, die Waffe gefällt mir. So. Was hat das jetzt zur Auswirkung? Dass wir hier ran können. So, was haben wir denn hier? Nobunagas Wissen. Da gucken wir doch gleich mal nach, was das zu bedeuten hat. Gegenstände. Nobunagas Wissen. Eine Statue von Nobunaga Oda aus seinen Jujodorama Sammlung. Okay, kann ich jetzt noch nichts mit anfangen? Also gehen wir erstmal weiter. Nein, die Kiste kann ich immer noch nicht öffnen. Gut. Hoch hier. Gut, was stand da vorhin an dem Schild? Geh nicht in den Wald, denn da ist schön. Nee. Geh nicht durch den Wald. Das hat uns schon die Großmutter gesagt. Moment. Diese Waffe ist ja noch nicht... Ist ja noch auf Level 1. Achte, diese Zauberleiste ist bei jedem anders. Bist du das Großmütterchen? Großmutter, du hast sie auch verändert. Sag, was hast du für eine riesen Keule und eine riesen Rübe? Hey. Ach komm, geh mal einfach weiter. Diese... Ja, ich hab's gesehen, da war ja eine Onimusha-Seele, aber die habe ich jetzt mit Bedacht nicht genommen, weil die hebe ich mich am besten mal auf. Also... Dann, wenn ich sie brauche. So, und jetzt speichere ich erstmal. Ja, ja. So, und ich mache jetzt hier erstmal kurz Schluss, bevor mich wieder Aoda City abstürzt. Bis gleich!